So, hallo zusammen. Hier haben wir von so einem ja, Mittelklasse-Fahrrad eine völlig verunstaltete Gabel. Hier ist schon die Hülse raus und ja, die taucht zwar eh nicht viel, aber ich will sie wenigstens mal wieder regenerieren, das Gummi erneuern und hier die Hülse wieder reinschieben und mal gucken, ob man da noch irgendwas warten kann. Und deswegen würde ich die jetzt mal auseinanderbauen. Dazu als erstes mit der Zange diese Abdeckkappen entfernen. Das sind wirklich nur Gummikappen bei mir. Da kann man also nichts mit einstellen. So sehen die aus auf beiden Seiten. Und dann schrauben wir mal eine Imbusschraube, die hier drin ist, raus. Man muss sie dann natürlich mal mit der Taschenlampe hier reinleuchten und gucken, was da für eine Größe passen könnte und ja, man kriegt das dann raus. So, jetzt geht es schon ganz leicht. Mal sehen, ob man was erkennen kann. Hier ist ein Magnet dran an dem Ding hier. Genau, und dann kann ich hier die ganze Schraube rausziehen. Schon ziemlich verrostet. Hier haben wir es nochmal. Ja, so sieht die Schraube aus. Und hier ist der Imbus, der hier reinkommt. Jetzt kommt die andere Seite ran. Also auch wieder reinstecken. Dann muss man halt dieses Sechskantloch treffen. Hier ist es nicht. Wahrscheinlich schon ziemlich verrostet, das ganze Ding. Da muss man wirklich gut gleich von Anfang an ansetzen, sonst wenn man einmal einen Fehlversuch hat und das Material ist schlecht, dann kann man es nicht mehr verwenden. So, jetzt nehme ich mir mal das Vorderrad. Jetzt fixiere ich mal das Vorderrad und Druck. Okay, hat funktioniert. Ich merke, dass die Schraube kommt. Und jetzt kann ich sie wieder abschrauben. So, jetzt den Magneten wieder rein und Schraube raus. So, jetzt liegt das Vorderrad auf der Seite und ich will es mal abziehen. Dann mache ich natürlich erstmal den Stecker ab von dem Dynamo hier. So, und jetzt vorsichtig hier. Ah, jetzt müssen wir erstmal noch den Bremszug aushängen. Hoppla. Und jetzt kann man langsam aber sicher Vorderrad abziehen. Okay. Gut, Gummi ist raus, ist alles im Eimer. So, jetzt habe ich es mal auf den Kopf gestellt, die Gabel. Und jetzt sieht man schon, dass da das Wasser rausläuft, was da drin ist. Für das bessere Handling baue ich jetzt noch schnell das Vorderrad aus. Man natürlich auch vorher machen kann. So, jetzt ziehe ich mal hier die Hülse ab, beziehungsweise ich reinige erstmal hier die Seiten, dann kann ich die Hülse besser abziehen. Und der Bolzen hier, der kommt dann oben wieder raus. Oder zum Reinigen nehme ich hier Motorreiniger, aber ich denke mal, man kann da alles Mögliche für nehmen. Ob das löst hier den das Fett ab. So, und jetzt kann ich auch die Hülse wieder abziehen. Hier die restlichen Gummiteile. Und da, wo die Hülse war, auch noch mal ein bisschen reinigen.
Ja, hat sich auch schon rausgebildet hier. Die eine Hülse, die rausgekommen ist, habe ich auch gereinigt. Und hier sieht man, dass die auch ein Gewinde hat. Also die wird an die Gabelholme hier eingeschraubt. So, hier sieht man jetzt die Funktionsweise. Hier dieser Kolben. Wenn ich da drauf drücke, sehe ich, dass der nach unten wandert, weil darunter wahrscheinlich eine Feder ist. So, das werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen sauber machen, damit dieser Kolben, sage ich mal, schön hoch und runter wandern kann und die Federung nicht beeinträchtigt. Ja, jetzt will ich aber noch weitergehen. Jetzt will ich das Ding da, dieser Federmechanismus, den will ich raus haben. Ich habe hier so eine alte Holzschraube. Die benutze ich als Greifwerkzeug. Schraub da ein bisschen rein und kann jetzt hier ein bisschen ziehen und ziehe jetzt sozusagen den Unterbau raus. Und jetzt kommt auch die Federung zum Vorschein mit dem Kolben hier. So, und ich glaube, weiter geht es dann nicht mehr. Dann sehen wir den Gabelboden. So, das muss jetzt alles sauber gemacht werden. So, jetzt die Gabel nochmal umdrehen. Läuft immer noch die Brühe raus. Weil ganz unten muss ein Loch sein, anhand dessen ich erkennen kann, wo die Schraube letztendlich reinkommt. Und jetzt reinige ich das ganze Loch mal. Von unten bis oben. Damit ich die Gabel besser abkriege oder ohne den ganzen Aufbau arbeiten kann, mache ich die Bremse ab und dann kann ich sozusagen das hier freier handhaben. So, wer das reinigen will, der muss sich halt irgendwie was zu helfen wissen. Einfach hier ein Stück Stoff drauf machen und dann hier unten versuchen, den Schmutz und Dreck rauszubekommen. Andere Seite muss auch der Kolben raus. So, der Vollständigkeit halber zeige ich aber trotzdem mal wieder den Zusammenbau. Also hier kommt wieder mal ein bisschen Fett drauf. Auch die Feder fette ich wieder ein bisschen ein. So, und dann kommt das Ganze hier wieder rein. Vorher vielleicht nochmal die Funktionsweise, das ist vielleicht nochmal interessant. Also die Schraube kommt hier in den Holm rein, geht hier durch und wird dann hier unten in den Gabelschaft eingeschraubt. Und so funktioniert dann die Federung, dass praktisch hier die Gabel aufsitzt und dann so einfedert. Also eine ganz primitive Federung ohne Hydrauliköl oder sonst was. Ja, so wird es verbaut bei den Billigrädern oder Billigfahrradgabeln. Also kommt das dann wieder hier rein. Nach unten. Dann checke ich nochmal, ob es federt. So, Schraubendreher reinstecken und man sieht, geht raus und rein. Also ist wunderbar. Jetzt die beiden Hülsen hier wieder. Hier auch ein bisschen Fett drauf machen und dann werden die jeweils hier eingeschraubt. So. Nochmal ganz bisschen mit dem Schraubenschlüssel nachgeholfen. Oh, und dann ist sie auch an. Okay. Jetzt kommt auf die Holme auch nochmal ein bisschen Fett. Und normalerweise würde ich jetzt wieder diese Gummipuffer, diese Staubschützer drauf machen, habe ich jetzt aber nicht da. Die müsste man sich dann wieder kaufen, wenn man die Gabel komplett regenerieren wollte. Und jetzt, wie gesagt, die hier rauf und dann eben erst den Gabelunterbau aufschieben. Oh, das war die falsche Richtung. Muss ja so rum rein. So, jetzt auf beiden Seiten hier diese Schraube reinfallen lassen und dann wieder mit dem Sechskant festschrauben.
So, nicht allzu, also nicht richtig festknallen, sonst kriegt man sie ja nie wieder ab. Aber jetzt merkt man, jetzt ist ein Widerstand da. Und auf der anderen Seite natürlich das gleiche nochmal. Jetzt kam mein Innensechskant nicht mehr raus und da hilft mir natürlich wieder der Magnet. Beide Federn sind eingeschraubt und jetzt kann man mal einen kleinen Funktionstest machen. Wie gesagt, die Gabel an sich ist fertig, aber so funktioniert sie noch. Jetzt die Gummistopfen wieder rauf und Vorderrad anbauen, Verkabelung anschließen, Bremse anschließen. So, Fahrrad ist wieder in Ordnung. Wie gesagt, wer hier eine Wartung machen will, sollte es rechtzeitig tun. Ersatzmaterial besorgen, wie gesagt. Ansonsten ist das irgendwann so weit verrostet, dass man das nicht mehr reparieren kann, wie bei diesem Fahrrad. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.